So, Leute, ich wollte ja noch mal ein kleines Video machen von dem Nerf Blaster, den ich gebaut habe. Der ist ja speziell für die ZLA gebaut worden. Ich wollte einfach mal probieren, ob man dieses Thema Kettensäge mit Blaster vielleicht irgendwie kombinieren kann. Ja, hat viel Mühe und Schweiß gekostet. Auch wie gesagt, alleine habe ich es auch nicht bewerkstelligen können. Deswegen habe ich mir vom Uwe von voicemodul.de helfen lassen. Wie gesagt, die Optik an sich spricht für sich. Aber das wirklich Coole ist eigentlich intern verbaut. Wenn ihr schaut, ihr habt quasi hier zwei Mini-USB-Schnittstellen, wo dann dementsprechend die Files für die Soundmodule drauf sind. Kann da auch mal versuchen, eins rauszunehmen. Na, komm raus. Die schauen dann so aus. Genau, und die sind dann da mehr oder weniger verbaut und da sind dann auch die Files drauf, die das Ding abspielen soll. Ja. Genau, so jetzt ist es wieder eingerastet. Ja, wie gesagt, relativ viel Aufwand, aber man wird dafür auch belohnt. Ich kann ja mal Batterien einlegen, dann könnt ihr euch selber davon überzeugen. Die Boxen von dem Ding sind hier in der Schulterstütze verbaut, deswegen ist das auch mit Grip-Tape so ein bisschen abgedeckt, weil ja, damit man die halt einfach nicht sieht. Aber der Sound kommt eigentlich von der Schulterstütze und von der anderen Seite, weil ich beide Boxen, also das sind 2x3 Watt-Boxen, die da verbaut sind, die habe ich dann in die Schulterstütze gepackt, weil die hätten in den Blaster gar nicht mehr reingepasst. So, jetzt machen wir den Freund hier noch zu. Drehen wir das Ding um. Also wie ihr seht, hier hat man schon einen dementsprechenden Sound. Ich habe jetzt zwar kein Magazin drin, aber wenn ich jetzt schießen würde, dann habe ich halt dementsprechend den Sound. Natürlich noch sehr geil ist, dass ich quasi den Sound auch für die Kettensäge habe, also das Anwerfen an sich. Was schon penetrant laut ist. Und dementsprechend halt das Standgas und das Anwerfen darstellt. Und wenn man dann sägen will, dann kann man hier noch den Sound betätigen. Dann dementsprechend sägen. Genau, man kann auch weiterhin schießen, während das Ding läuft. Das geht auch. Und ja, also wie gesagt, ist eigentlich ein ziemlich cooles Teil, also war relativ viel Arbeit, hat aber auch wirklich sehr viel Spaß gemacht, konnte sehr viel lernen dabei und wie gesagt, vielleicht inspiriert euch das ja auch mal irgendwie ein Soundmodul in den Blaster zu verbauen. In dem Sinne, ich wünsche noch einen schönen Abend. Bis dann. Danke. Ciao.